Hi, liebe Bienenfreunde, schönen guten Abend. Im Hintergrund die Trifelsburg. Und ich bin gerade bei meinen Bienchen und warte ab, bis die letzten nach Hause gekommen sind. Weil ich muss noch einen Schwarm abholen, den ich umgradiert habe heute Mittag. Und da kann ich dir wunderbar sehen, wie es denn so ist. Ist noch jemand, sind noch welche unterwegs? Und ja, es sind vor 10 Minuten, Viertelstunde, sind noch ein paar Wasserholerinnen los. Habe ich gesehen. Aber jetzt ist es. Jetzt kommen die meisten zurück. Und ich kann hier sagen, die riecht so super toll nach Bienenvölkern. Ja, das ist wie eine Apitherapie. Das ist so geil. Und da kann man sie beobachten, wie stark sind sie. Oh, ich habe jetzt gerade bei dem Volk hier, ich hab das noch gar nicht vor dem Loch. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass hier so das Blech ist. Es ist vielleicht ein bisschen kühler, weil die sind auch noch voll, aber die hocken nicht vor dem Loch. Gucken schon mal. Hier auch alle diese Formen. Es ist aber auch frisch heute Abend. Ja, gut, hier haben sie nicht so. Die haben einen Gitterboden, die haben zwar ein Ding unten drin, aber die haben eine große Beute, das sind 4 Zarten. Das sind neben diesen Ablegern. Ja, und die haben auch ein tolles Schatz vorbei. Das ist eine schöne Stimme. Die brauchen noch einen Zarten. Da fliegen noch nicht der eine oder andere los. Die eine oder andere. Wahrscheinlich auch noch Wasser holen. Und dann ab. Die haben sie direkt Quellwasser, das ist auch geil. Die hier, die sind auch noch. Ja, die hatte ich für die erste Königinzucht genommen. Die sind jetzt ein bisschen schwach. Ja, aber die sind fit. Und hier ist im Moment die Suchtlinie drin. Von der zweiten Zuchtserie haben sie jetzt drei angenommen, aber die haben noch zu. Die mache ich morgen früh dann in die Käfig. Und die anderen werden verschont und dann natürlich die zurückvereinigen. Entweder mit dem da hinten oder mit dem. Schaue ich mal, was ich mit denen mache. Oder sie kriegen einfach nur eine Königin, die sie so gepflegt haben jetzt. Da hinten, das letzte, da habe ich gerade die Königin gezeichnet, die frischen Schöne, stämmig, eine fette Königin. Und, aber ich mache die Kiste auf und sie pfeifen mich gleich mal an. Muss ich mal Schutz anziehen, bei so einem Jungvolk. Die Königin legt noch nicht mal. Mal gucken, ob die bleibt. Wahrscheinlich eher nicht. Die sind schon ganz gut beisammen. Die haben eine Brutsage, einen Honigraum. Mal gucken, was es wird. Und hier mein Pfeffelt. Die sind der Hammer. Die haben letztes Jahr schon richtig 80 Kilo locker gebracht und mehr. Dieses Jahr haben die auch schon schön bestimmt 15 Kilo Blütenhonig gebracht. Dann haben sie nochmal 15 Kilo, ja, sowas in der Rubinie gebracht. Mal gucken, was sie jetzt in der Kastanie noch machen. Ist halt auch ein Riesenvolk, gell? Die brauchen Futter ohne Ende, Mann. Und hier haben wir Schwestervölker. Das erste sehr brav. Das zweite, Nummer 3 umgekehrt, das ist Nummer 4 und Nummer 3. Die hat auch, die kommt ein bisschen später, die ist nicht so früh in Gang gekommen. Bei der Zweier bin ich jetzt mal gespannt, die haben letzter die frische Königin gekriegt. Und hier Nummer 1, die
ist auch schon im zweiten Jahr jetzt. Mal schauen, wie sie sich entwickeln. Da wird jetzt überall noch VSH-Test, Nadeltest gemacht. Und die Boden nochmal untersucht die nächsten Tage, wie sie sich jetzt in der Kastanienernte jetzt verhalten. Gerade jetzt am Anfang ist ja noch nicht richtig losgegangen, aber jetzt die nächsten zwei Wochen geht es ab hier mit Edelkastanie. Und jetzt vorher mache ich mal einen kleinen Test, wie die Varroa-Belastung ist und ja, wie das Ausrollverhalten ist bei denen. Ja, hier riecht es nur geil. Es ist so schön. Kann man einfach nur genießen. Ich genieße jetzt noch die Abendstimmung und wünsche euch auch einen schönen Abend. Ciao.